Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Umgebung von Kiew sind hunderte tote Zivilisten gefunden worden. Internationale Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen sind eingeleitet. Die Ukraine gilt inzwischen als Tatort. Der Kiewer Vorort Butscha ist zum Synonym für Gräueltaten geworden. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, der Brite Karim Khan, ist nach Butscha gereist. Der internationale Staatsanwalt sagte vor Ort in der Ukraine, wenn es Verbrechen gibt, müssen Richter entscheiden, ob Haftbefehle oder Vorladungen ausgestellt werden. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Wir haben auch ein Team, das nicht gefilmt werden soll. Forensische Wissenschaftler, Anthropologen, Analysten, Ermittler und Anwälte, damit wir sicherstellen können, dass wir die Wahrheit von der Fiktion trennen. Und das Recht jedes Einzelnen, jedes Kindes, jeder Frau, jedes Mannes durchsetzen. Der Gerichtshof in Den Haag untersucht und verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. US-Präsident Joe Biden hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Völkermord vorgeworfen. Dies hat der Kreml als inakzeptabel bezeichnet. Moskau behauptet, die Bilder von toten Zivilisten seien gefälscht.